Die Akademie ist eigentlich wie so ein Forscherkongress aufgebaut, würde ich sagen. Also es gibt verschiedene Workshops zu allen möglichen wissenschaftlichen Bereichen, also über irgendwie Biologie, Geologie, Geografie, Big Data war ich heute, Exkursionen verschiedene. Wie ich finde, ist die Akademie ziemlich darauf ausgelegt, auf Zukunft. Künstliche Intelligenzen, Klimawandel sind ziemlich große Themen hier. Und es bietet die Möglichkeit, nicht nur in seinem Studienfach Themen zu belegen, sondern im ganzen Bereich. Ich war bei der Akademie 2015 schon dabei und dieses Mal ist es nochmal einen Zacken besser geworden, obwohl ich das nicht erwartet habe, aber einfach, weil wir nicht drei, sondern vier Tage haben. Es treffen sich halt alle Fachpreisträger aus ganz Deutschland und Österreich. Bisher waren die Dozenten sehr nett, die haben sich wirklich viel Mühe gegeben, viel erklärt. Es gab viele, die zu Diskussionen angeregt haben, was ja auch immer mal ganz schön ist, dass man nicht nur zuhört und Ja und Amen sagt, sondern auch mal seine eigene Meinung kundtun kann. Man kriegt immer viel möglichst einfach erklärt, dass man auch, wenn man jetzt nicht die Fachrichtung studiert hat, den Einstieg findet. Die Atmosphäre unter den Akademieteilnehmern ist total fantastisch. Es ist einfach total toll, auch als Dozent mit so einer Truppe zu arbeiten. Die Kandidaten hier muss man eigentlich gar nicht mehr begeistern. Die sind schon begeistert, sonst wären sie nicht hier. Aber was ich Ihnen ganz gerne zeigen möchte, ist, wie vielfältig und wie spannend die Möglichkeiten sind, die man später dann auch im Berufsleben erwarten kann. Ja, also ich bin immer wieder begeistert, gerade vor jungen Menschen zu sprechen, weil ich sehe, dass die total Spaß dran haben an Wissenschaft, an ihrem Studium. Ein Vorteil, hier bei der Akademie zu sein und dann auch viele verschiedene Bereiche zu erfahren, auch von renommierten Sprechern sozusagen so eine geballte Ladung an unterschiedlichen Themengebieten abgedeckt zu bekommen, ist natürlich für einen von Interesse, wenn man erstmal breit gucken will, in welche Richtung will ich mich eigentlich orientieren. Für mich ist es entscheidend, nicht so das einzelne Fach. Für mich ist sozusagen das Wecken der Neugier in den Menschen. Und das kann man über die MINT-Fächer sehr schön machen. So bin ich zur Neugier gekommen. Man kann es auch in anderen Bereichen machen. Aber was für mich ganz wichtig ist, dass wir jungen Leuten das Gefühl geben, es lohnt sich zu träumen, weil damit können wir die Zukunft gestalten. Wenn wir astronautische Raumfahrt machen, dann machen wir das nicht, weil wir die Erde verlassen wollen, sondern weil wir neugierig sind, Punkt 1. Und Punkt 2, weil wir die Erde auch wieder schützen wollen. Wir nutzen unser weit gespanntes Netzwerk, wir kooperieren mit 20 Universitäten für den Austausch untereinander. Wir bringen dann ganz viele Wissenschaftler unterschiedlicher Herkunft, das muss auch nicht immer die Uni sein, hier vor Ort zusammen. Und dann gibt es eben diesen bunten Blumenstrauß an Themen und auch die Begegnung der Wissenschaftler untereinander ist nicht ohne. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen vermitteln zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Und wir wollen den jungen Menschen auf die Sprünge helfen, wir wollen sie unterstützen, wo wir das können. Ich wurde 2011 von der Hans-Riegel-Stiftung ausgezeichnet und habe schon verschiedene Veranstaltungen als Teilnehmer besucht. Und jetzt habe ich auch die Möglichkeit, da ich schon fortgeschrittener bin im Studium und selber als Referent bei der Akademie mitzuwirken. Es ist immer wieder ein tolles Gefühl, wenn ich die alten Bekanntschaften wieder treffe und man sich immer wieder austauschen kann, wie weit auch die anderen schon in ihrem Studium gekommen sind und welche Erfahrungen man gemacht hat. Gestern Abend war der Science Slam, der ist immer bei der Hans-Riegel-Akademie und da stellen verschiedene Preisträger ein Thema vor und das versuchen sie dann in einer Art und Weise irgendwie auf der Bühne rüberzubringen, die halt interessant ist, aber trotzdem so, dass es jeder versteht. Und hat super viel Spaß gemacht. Also ich war vorhin bei einem Science Slam, aber es hat mich total mitgerissen. Also wie die auf der Bühne präsentiert haben, war super, wie die Präsentationen waren, wie es alle gemacht haben, wie das Team drumherum gearbeitet hat, war cool. Also ich glaube, man kommt auch wegen der Stimmung, einfach weil sich alle gut verstehen. Man kennt ein paar Leute schon, aber man lernt auch unglaublich viele Leute immer wieder kennen. Wir kommen halt alle aus demselben Bereich, MINT. Und dieser Bereich verbindet uns alle. Ich glaube, heute Abend wird es auch nochmal richtig super dann beim Abschlussabend. Sobald der Termin feststand, es war sofort geblockt im Kalender, da ging nichts drüber. Da müssen dann notfalls auch Uni-Prüfungen drunter leiden, das ist dann halt so. Die Akademie hat schon einen hohen Stellenwert.